Jetzt können Sie wieder staunen. Die Zeit rennt am Anfang des Jahres wieder ganz schnell. Wir sind jetzt schon wieder mit der März-Ausgabe der Nachrichten aus dem Kulturzentrum Starken dran. Und auch diesmal bieten wir Ihnen eine ganze Menge. Ganz erfreulich für die meisten von Ihnen wird sein, Dieter Durchblick ist wieder da. Lassen Sie sich überraschen. Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt. Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Dieter Durchblick. Naja, mit dem Singen hab ich's ja nicht so. Aber wisst ihr was, ich freu mir ja so. Mann, die Tage sind wieder länger hell. Naja, und Blumen kommen schon raus. Das sieht immer gut aus. Ja, Blumen, da fällt mir ein. Mann, ich muss ja auch noch ein paar besorgen. Naja, krieg ich bestimmt noch hin. Wisst ihr, Blumen machen Freude. Und Freude finde ich ja hier im Kulturzentrum sowieso immer. Also, dann wünsche ich euch erstmal viel Freude im März. Bis Danny, euer Dieter Durchblick. Tschüssikowski! Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, der Februar ist vergangen, der Vorfrühling steckt seine Nase um die Ecke, der März hat begonnen. Wir lassen es richtig krachen am 2.3. mit Sanity, einer Heavy-Metal-Band mit grandiosem Sound, abgefahrenen Songs und irren Arrangements. Es wird laut. Aber lassen Sie sich nicht schrecken, kommen Sie vorbei am 2.3. Dem setzen wir einen Konter entgegen und zwar am 9.3. Liebe, Leier, Leidenschaft mit Fagott, Blockflöte, Drehleier, Gesang und Puppenspiel. Ein Ausflug in die leichte klassische Musik, auf die wir uns auch sehr freuen. Im März ist wie immer St. Patrick's Day. Wir feiern am 15. und 16.3. diesen Tag wieder mit einer mir nicht ganz unbekannten Irish Folk Formation, Five Pints per Mile. Bemühen Sie sich rechtzeitig um Karten. Wir freuen uns auf einen wunderbaren Abend mit Ihnen und Irish Folk. Am 5.4. ist Kalle, Inge, meine liebe Kollegin Nina und ich für Sie da und gestalten für Sie einen bunten Nachmittag mit allerlei Spaßigkeiten und Überraschungen für Sie. Wir freuen uns auf Sie im März. Bis dahin herzlichst, Ihr Detlef Kleino. Ja, so ist es, wenn man älter wird. Man vergisst auch mal was. Und nun habe ich doch ganz doll vergessen, zum Schluss, wie bei jeder Ausgabe der Kussnachrichten, einen Spruch vorzutragen. Und als ich so sinniert habe und durch das Foyer im Kulturzentrum gegangen bin, habe ich diesen Aushang hier gesehen und jede Menge Aktivitäten, die für den Körper gut sind. Und dann fiel mir dieser Spruch ein, den ich mal gelesen habe, man muss dem Körper Gutes tun, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Das ist von Winston Churchill, nicht von mir. Und tschüss.